Meine Damen und Herren, wir schalten nun live rüber zu meinem Kollegen Horst Lemminger. Ihm ist es nämlich gelungen, ein Exklusivinterview mit der Heavy-Metal-Combo Killerbomb zu bekommen. Hallo Horst. Hallo Ingolf, ich melde mich hier aus der Dortmunder Westfalenhalle, wo gerade das Konzert der Heavy-Metal-Band Killerbombs vor 7000 begeisterten Zuschauern zu Ende gegangen ist. Ich befinde mich nun hier hinter der Bühne oder wie man in Musikerkreisen sagt, Backstage. Und da ist er auch schon, der Star des Abends, der Bandleader Mighty Dick, gefolgt von seinen Musikern. Ich versuche einmal, dem Künstler einige Fragen zu stellen. Mighty Dick, großartige Stimmung, großartiges Publikum. Wie ist es eigentlich so, wenn man von der Bühne kommt? Was ist das für ein Gefühl? Verpiss dich mal, du Arschloch! Meint er mich? Ja. Auf jeden Fall, Mighty Dick, Ihre Band gilt als die gewalttätigste Heavy-Metal-Band der Welt. Ihre Exzesse auf der Bühne sind legendär. Das war eine teure... 7000 Leute! Ja, Moment mal, Mighty Dick. 7000! Auch heute Abend haben Sie wieder... Ein Dutzend Gitarren auf der Bühne. Ein Dutzend, aber ist das mehr als Quadratzentimeter? Ja, da muss ich nachrechnen. Und auch... Oh, Scheiße. Scheiße. Nee, Jungs. Ich habe nur ein Ersatzmikrofon. Es reicht jetzt dann langsam. Das ist die Wochenshow. Ingolf, ich glaube... Toll, klasse. Wunderbar. Ihr seid nette Jungs. Danke fürs Mikro. Ich meine, danke fürs Interview. Ich hau ab. Ja? Das ist aber nicht sagen, wie du heißt, hä? Lemminger, Horst Lemminger. Die Visage kenne ich von irgendwoher, ey! Ja, das muss ein Irrtum sein, ich kenne sie. Mensch, Horsti! Erinnerst du dich nicht? Vierte Schuljahr, Ekaler Hochgrundschule! Sag gute bei Frau Bleisheim! Mann! Dieter Kösel? Ja, klar, jetzt ganz beruhigt, geh die nicht wie früher hoch, ey! Hey, Junge! Ich muss den... Hey, komm, Arsch, hol mich hier raus!